Im heutigen Zeitalter von der Digitalisierung ist auch das Auto nicht davon ausgenommen. Und im Thema Autoversicherung geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Sinnschon.ch. Freut mich, bist du heute wieder dabei. Mein Name ist Christian. Wie schon im Intro erwähnt, geht es um das Thema Autoversicherung. Und zwar möchte ich heute mit dir etwa 4 Punkte ein bisschen besprechen, die neu, sage jetzt mal, auf den Markt gekommen sind, teilweise, wo man schon gewusst hat, aber vielleicht noch nicht so bekannt gewesen sind, damit du beim Thema Autoversicherung wieder up-to-date bist und die bestmöglichste Lösung hast. Thema Cyberversicherung, es denkst sicher, der jetzt spinnt total, er bringt dir das Thema schon wieder. Eigentlich sagt er, es ist nicht gut, aber erzählt es jetzt gleich. Jo, und zwar das Thema Teilversicherung bei den Autos finde ich absolut elementar, denn es ist einfach so, dass dieses Auto generell einfach gehackt werden kann. Es kann sich verselbstständigen und das zwar relativ simpel und einfach und man ist sich das Risiko noch nicht bewusst. Jetzt, man kann das mittlerweile bereits schon bei gewissen Versicherungsgesellschaften versichern und das heisst, man kann dieses Auto beispielsweise gegen einen Hackerangriff decken. Das heisst, wenn deine Autosoftware oder Steuergerät zerstört oder beschädigt wird. Stichwort Tesla, wo alles wirklich nur noch online digital funktioniert, sicherlich eine Überlegung wert für so Autos, wo extrem, sag jetzt mal, internetlastig sind, wo alles darüber funktioniert, die entsprechend über das Thema Cyberversicherung fürs Auto auch entsprechend zu versichern lassen. Frag da mal deine Autoversicherung an oder komm sehr gerne von uns zu, wir würden dich da sehr gerne unterstützen, was für dich Sinn macht und was nicht. Das zweite Thema ist Unterversicherung bei der Autoversicherung. Unterversicherung generell kennt man ja nur bei der Hausratsversicherung. Wenn die Summe zu kurz oder zu wenig ist, sage ich mal, und der Schaden höher ist, dann tut man ja sogenannte Unterversicherungsabzug bei den Versicherungsgesellschaften machen. Und jetzt schwärzt der noch beim Auto von der Unterversicherung. Die kann entstehen, und so, das ist noch elementar, dass du das weisst. Du kaufst dir das Auto jetzt angenommen und der Händler gibt dir einen Rabatt und du tust das Auto nach dem Kaufpreis versichern. Und nicht nach dem Listenpreis. Dann hast du eine ganz klare Unterdeckung, weil für die Autoversicherung ist der Listenpreis matchentscheidend und nicht der Kaufpreis. Es ist super, wenn du einen Deal machst und den günstiger bekommst, Gratulation dazu, aber für die Autoversicherung immer wichtig, Listenpreis anzugeben, weil wenn du nämlich den Verkaufs- oder Kaufpreis wirklich effektiv nimmst, entsteht eine Unterversicherung und dann ist dir nicht der volle Schaden gezahlt. Das gleiche beim Thema Zubehör. Auch Zubehör muss nach Listenpreis entsprechend deklariert sein in der Autoversicherung und nicht nach dem Preis, den du gezahlt hast. Weil auch dort im Schadenfall beim Zubehör muss der Listenpreis matchentscheidend sein, damit du dann wieder entsprechend die 100%ige Leistung bekommst und keine Unterversicherung hast. Ja, und dann zahlt die Versicherung wiederum nicht den vollen Schadenfall von dem her gesehen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Dann, als dritte Option, gibt es etwas völlig Neues auf dem Markt. Es gibt eine Autoversicherung, die kannst du zahlen, nur so lange, dass du auch das Auto benutzt und fährst. Und zwar, wie funktioniert das? Du hast eine App und die stellst du an, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto von A nach B fährst und für die Fahrstrecke von A nach B entsprechend zahlst du eine Prämie. Im Moment funktioniert es nur so, dass du gleich eine normale Versicherungsprämie zahlst, halbjährlich, jährlich und dir entsprechend dann einfach das, was du benutzt, wie angerechnet wird. Das heisst, du zahlst beispielsweise 1'000 Franken und dann wird dir vielleicht 8,50 Franken für die Fahrt nach A nach B angerechnet und so wird die Versicherung natürlich für dich immer günstiger. Und das heisst, je weniger, dass du im Grundsatz das Auto natürlich nützt,
desto höher ist natürlich der Abzug nicht. Das musst du ein bisschen mehr nutzen, aber sie können dann ein bisschen kalkulieren, wie dein Nutzungsverhalten ist. Ich finde die Idee von dieser Versicherungszahl, was du fährst, gut. Persönlich muss ich aber sagen, dadurch, dass du halt gleich noch Grundversicherung zahlst an Stock und dir das dann in Reduktion gestellt wird, wo ist so der Anreiz, dass ich dann weniger fahre grundsätzlich, um das zu tracken? Also wenn man wieder so eine Lösung bringt, sollte man wirklich ab von Anfang an sagen, okay, du hast eine fixe Pauschale, relativ tief, und du zahlst darauf für das, was du benutzt. Würde vielleicht aus meiner Sicht mehr Sinn machen, dann überlege ich mir nämlich zweimal, ob ich das Auto nehme oder nicht. So, wenn ich schon höhere Prämien habe, spielt es dann eine Rolle, ob ich es tracken? Nicht wirklich. Aber die Option kommt. Ich denke, das ist Zukunftsmusik, dass man die Versicherung bei dem Auto vor allem nach Nutzung festlegt, wie viel fahre ich, wann ist man am Risiko ausgesetzt und wann nicht. Es macht sicherlich Sinn, dass man das für gewisse Teilbereiche macht. Also eine Option, wenn ihr das mal möchte, genauer anschauen, wie das ist, sehr gerne anfragen. Wir haben die Option bei uns im Portfolio. Sie ist einfach noch nicht so nachgefragt, weil sie halt ein bisschen kompliziert ist. Vierte Neuigkeit, die ich euch noch möchte auf den Weg geben, ist, bei Hybrid- und Elektroautos kann man jetzt seit neuestem die sogenannte Ladestation versichern. Also nicht die, wo du öffentlich gehst, laden, sondern die bei dir zuhause in der Garage oder auf dem Parkplatz. Das heisst, man kann die auch versichern, falls die beispielsweise durch falsches Bedienen, Schädigung durch Dritte beispielsweise oder auch bei Diebstahl versichert ist. Und das macht vielleicht absolut noch Sinn, wenn so eine Ladestation in Betrieb zu nehmen entsprechend und die dann auch zu pflegen, kostet ein bisschen etwas an Geld und die noch zu versichern ist sicherlich sehr sinnvoll. In dem Sinne hoffe ich dir, ein bisschen ein Update zu geben über die Autoversicherung. Hast du noch Fragen zu irgendeinem spezifischen Thema, komm sehr gerne auf mich zu. Vielleicht hast du auch mal eine Frage zum Thema Autoversicherung, dann unten in den Comments oder PM via Social Media E-Mail. Hat dir das Video gefallen? Bitte teilen, liken, feedbacken. Und wenn du so nicht bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du easyinsurance.ch bist. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.